Hier mache ich ja immer ein Video an der Stelle. Ein Video? Da haben wir schon mal so ein genau an der Haltestelle auch, kurz bevor. Das ist ein Video. Achso. Ja, zeig doch, hab ich ja erzählt, Mann. Wir gehen jetzt zur Schule. Aber ein Foto ist, achso. Wir gehen zur Schule, ne, wo wie mit der Paukerschnitt gedreht wurde. Auf ja, und wo war der Song? Wo war, du wolltest noch mit dem Song, du hast jetzt einen Ohrwurm. Ja, Pepe. Das Bild mit der Paukerschnitt. Ist das, okay, dann ist es der Teil, tatsächlich. Da hat er die ganze Zugfahrt, hat er immer wieder Pepe. Ich wurde auch mal ein der Werbespot aus den 90ern gedreht. Wo? In der Schule? Ach, okay. Okay, mit den Löwen im Hintergrund, oder wie? Ah, also die Löwen werden sie ja wohl nicht abgerissen haben. Die werden ja, ja, aber muss mal gucken, wie es aussieht. Ich wollte nur noch was fragen. Aber es sind ja zwei Schulen in einem Gebäude. Ah, okay. Maximilians-Gymnasium sind die Paukerfilme und Oskar-von-Miller-Gymnasium wurden die Schulmädchenreporter aufgedreht. Nein! Das wäre mal ein Thema. Ja, das wäre mal ein Thema, ey. Willkommen bei meinem YouTube-Channel. Ja, willkommen bei einem umgedrehten Monitor. Musst du umdrehen? Ja, muss man umdrehen. Ja, damit du auch gucken kannst. Ey, Hammer! Ja, das ist auch Licht. Das ist auch hochmodern. Jetzt mal gucken, dass ich keine fremden Leute Licht, hier filme. Aber nicht auf meinem Kopf. Da ist schon Licht. Ja, das geht also. Das ist aber hell hier noch in der Kamera. Ja, die Kamera macht es. Wir gehen jetzt zum Gymnasium von Peter der Paukerschreck. Und vielleicht drehen wir auch sogar noch was. Na, nee, guck mal, ist auch zappenduster, ey. Dann kannst du morgen was drehen. Ich, ja, morgen drehe ich. Morgen drehe ich. Aber siehst du, was die Kamera noch draus macht? Wir laufen, also wir sehen fast nichts, weil es so dunkel ist. Aber die Kamera macht es richtig hell, als hätten wir Mittag jetzt. Er ist ganz stolz auf seine Kamera. Hell, ja. Will auch mal ein bisschen hier Web 2.0. Oder ist es schon Web 3.0 inzwischen? Ich weiß nicht, bei welcher Version. Vielleicht gab es ja wieder ein Update auf die 4.3.2. Also ich nutze noch ICQ. Das macht er wirklich, das ist kein Witz. Ja. Ja, echt wirklich, da ist ICQ, da ist er ganz alleine, schreibt immer Leuten, aber keine antwortet. Doch, ich habe schon ein paar. Das ist meine erlesene Auswahl, die Ehre hat, mit mir zu schreiben. Also wenn wir das schon erwähnen, dann muss man ja auch sagen, dass du noch kein Smartphone hast. Ne? Also weil du so ein bisschen... Ja, ich habe ein Mobiltelefon mit Tasten. Hier? Jetzt kommt ein großer, Tasten, ja. Fantastischer Moment. Wir sind am Gymnasium, ich drehe mal wieder das. Du hast es immer noch nicht gecheckt. Oh, so ein Dreck. So ein Dreck. Übelst umgebaut. Oh nein! So ein Dreck. Oh nein! Die Löwen sind abmontiert. Die Löwen sind abmontiert. Also da. Die werden jetzt restauriert. Ja, die werden jetzt restauriert. Oh, ist doch nicht den hier ernst, oder? Man fasst es nicht. Also das habe ich mir anders. Ne, sind die eingebaut oder abmontiert? Eingebaut oder? Ja, ich hätte gesagt, die sind größer. Die sind abmontiert. Oh. Ja, okay, das erklärt, warum da keiner rein darf. So ein Dreck. Wobei das von außen noch so aussieht wie im Film, oder? Ja, ja. Also auch die Farbe. Aber die Löwen sind halt cool. Ja, das ist halt das Magische. Ja, das ist ein historisches Gebäude. Wo stand denn der Käfer, der umgesprüht wurde? Genau hier vor der Treppe. Hier. Da an dem Geländer haben die doch gedächtet. Ja. Ja. Wir können ja mal einmal außen rumlaufen. Ja. Aber die andere Seite ist halt Schulmädchenreport. Aber können wir für den nächsten Dreh schon mal vordrehen. Wir wollten ja auch mal die Münchner Sexfilme mal abhandeln. Das muss mal wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Nicht wahr? Ich war nicht 100 nicht. Zement. 100 Zement. Ich war nicht nicht. Dann machen wir hier alles, oder? Ja, das bis 2022. Was? Bis 2022. Oh. Wie gesagt, ein klarer Ziel-Werbespot wurde hier mal gedreht in den 90ern. Wenn ich euch den zeige, kennt ihr den sicher. Ja. Reden wir mal über Problemzonen in Schuhen. Welche denn? Na, die Problemzonen in deinem Gesicht, wo immer wieder Pickel entstehen. Ich mach das schon morgens und abends was dagegen. Es müsste was geben, was man immer dabei hat. Hier, der neue Clearstick von Clearasil. Praktisch. Ja, und der neue Anti-Pickel-Wirkstoff zieht so besser ein. Der Clearstick von Clearasil bekämpft die Pickel immer und überall. Ich glaube, es wirkt schon. Also wenn das nach 2022, brauchen wir auch kein Dreh mehr zu drehen. Also weißt du, dann sieht ja eh alles anders aus, oder? Scheiße. Nee, das ist ja historisch. Das heißt halt einfach neue Anstriche. Ja, die Fenster. Das schaut dann schon wieder so aus wie. Naja, damals war ja hier auch noch ein Weg durch, eine Straße. Die sind ja da durchgefahren mit dem Auto. Genau. Und der Weg ist schon ewig nicht mehr. Ja, ja. Da hat sich schon viel getan. Nicht der erste Umbau, das stimmt. Ja, eben, also deswegen. Laufen wir mal außen rum. So, jetzt kommt die Endcard. Von Mommsen-Gymnasium. Gott, wenn ich sowas mal sage, erschießt mich. Jetzt ist Glocke drücken und Daumen. Glocke drücken. Ja, Daumen hier
Manche haben den grünen Daumen, ich habe den braunen Daumen. Ja, Benni, du musst ein bisschen bei YouTube ankommen. Du musst ein bisschen mehr der YouTuber werden. Ja. Du bist noch in den 90ern. Eis. Ey, das Hotel in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Der Preis ist super, inklusive ist Frühstück. Der ist sogar heiß, der Preis. Und super, oder? Also ich bin echt begeistert. Und es ist wieder irgendeine bekannte Messe in München. Das kommt auch noch dazu. Ja, die Messeleute gehen nicht in solche Assi-Hotels, in solche Assi-Absteigen. Ach, es geht aber. Ich bin letztes Mal bei Paddy in der Filmbox da in dem Koffer aufgegangen. Echt? Ja, aber das war natürlich ärgerlich. Da war der ganze Equipment voller Bier in dem Koffer. Da war aber alles ist noch heil geblieben zum Glück, aber das war schon heftig. Wir haben uns auch eingedeckt für Let's Plays. Wir haben halt die Dose rausgeholt, die sprühte so und dann wir am Bahnhof. Ja, geil, ja, das kenne ich. So was haben wir ein paar Zoom, glaube ich. Summa summarum. Es ist ja in dem Song hier, dann hat es Zoom gemacht, 1000 Mal berührt. Da frage ich mich immer, ob optisch oder digital Zoom. Ach so, ja, stimmt. Welches Zoom hat es da gemacht? Das, ist schon wichtig, dass man das erklärt. Wer ist denn nochmal der Interpret? Klaus Lage. Lage. Genau, ja, den muss man mal fragen, wie die Lage ist. Um Gottes Willen. So, dann wird gleich ein bisschen Tetris gezockt. Kaffeedriss auch oder Tetris? Kaffeedriss? Tetris. Okay. Und GoldenEye auch? Oder darf man das nicht zeigen? Die N64-Emulation habe ich nicht. Das ist das beste Multiplayer-Spiel. Kennt ihr das? Ja, natürlich habe ich gezockt. GoldenEye hat meine Bildung zerstört. Ich habe nur gezockt am Nachmittag. PlayStation 1. Also wir waren so verrückt. Wir haben uns auf so einem kleinen Fernseher so eine Pappvorlage gemacht, dass so halt jeder sein Einzelbildschirm hatte. Geil. Und dass du halt nicht gucken konntest. Auf die Idee bin ich nie gekommen. Das ist mega geil. Ja. Weil wir haben auf so Mini-Fernsehen darüber gespielt und dann noch in 4 geteilt. Genau, man hat kaum, was er kann. Ziemlich gut. Geil. Du warst da nicht dabei? Nee, da warst du schon raus? War ich nicht so. GoldenEye war Hammer, oder? Richtig gut gespielt. Also da im Multiplayer, wir haben uns immer im Klo verschanzt und dann ging es immer darum, wer am Ende der Runde im Klo ist. Dann haben wir über das Klo gestürmt. Immer 2 gegen 2. Ja, Let's Play. Oh, mit der Kretz. Alter hier. Oh! Ja. Das sah jetzt aus, als würdest du gleich weggebeamt werden. Boah, hier sieht's geil aus, mit Turtles. Ja, mein Schlafanzug natürlich, ist doch klar. Geil. Jetzt kommen die Hero Turtles. Ja, dann muss ich nächstes Mal Skeletor-Schlafanzug noch sehen. Was hatte ich denn letztes Mal dabei? Ich habe tausende von den Hosen. Ich habe He-Man, Turtles, Family Guy zum Beispiel. Ich hatte einen Sumsi-Schlafanzug als Kind, aber das kennt keiner, glaube ich. Sumsi? Das war eine Biene von der Raiffeisenbank. So aus wie Lurchi bei den Salamanderschuhen. Kennst du Lurchi? Ja, klar. Ja. Lurchi, wir hatten im Nachbarn. Lurchi habe ich geliebt. Wo Daniel und ich auf der Schule waren, da gab es einen Laden. Ja, so und da gab es dann auch immer die Hefte und die Bücher. Absolut. Lurchi habe ich geliebt. Ich habe die Bücher immer nur die Bilder angeguckt, weil ich die so cool fand. Wie geil, ja, der war cool auf jeden Fall. So, dann mache ich das Bild so groß, dann ist doch cool, oder? Ja, stimmt, wird schon cool. Oder? Or wie or what? Wir checken einfach mal. Or what? Da ist er doch schon. Ich komme da herein. Hallöchen. Lehn mal an, falls mein Bruder mal kurz vorbeischaut. Gefängniszelle. Ich muss aufpassen, was ich hier filme. Gibt es eigentlich in München an der Münchner Freiheit einen Knast? Das wäre doch geil. Weißt du, warum es Münchner Freiheit heißt? Nee. Deswegen heißt auch die Band so. Ja, das ist klar. Das als, Band nach der als, Dings hält es immer so schief. Ist das uncool? Das ist mein Style. Das ist Frühstück bei Schäfernies oder was? Der Hammer. Wir haben Ende Zweiter Weltkrieg, als die Amis immer näher kamen, gab es dann auch alles hier Propaganda und dann gab es eine Freiheitsaktion Bayern. Da haben dann Leute Radiosender gekabert, um eigene Radiosendungen zu machen, dass es keinen Widerstand gegen die Amerikaner geben soll. Und das ist Freiheitsaktion Bayern und da wurde dann die Münchner Freiheit danach benannt. Ah ja, okay, das ist ja cool. Geile Story, das ist ja historisch. Mega geil. Wir starten mit der 1, dann ist, genau, das sind unsere Haupt. Ja, Helligkeit ist gut. Die Schärfe, die Webcam, wenn wir uns ein bisschen aufrichten. Ja, die Protagonisten sind scharf genug. Man muss nachdenken, was man tut. Ja. Wie muss man mal gleich gucken, wie du spielst, damit. Ach so, Moment, ich werde mal hier ausmachen. Ja. Das war aber so nicht ausgemacht. Endcard. Oh. Paddy muss hier noch Fanpost beantworten. Ja, nee, vor allem. Mach ich Autogramme schreiben. Du hast jetzt so einen Unterschied merken, dass du bist ein. Ach du, jetzt gleich wieder kommt. Ah! Ich werde weggebeamt. Ah!
Ah! Aber ist das nicht viel besser? Ja. Ist das nicht viel Zeig mal dein Kunstwerk. Mein Kunstwerk ist hier, das ist meine letzte Autogrammkarte. Und da hast du aus deiner Unterschrift aus dem Ende ein L gemacht. Das ist der Hammer. So, solltest Lisa, du dir angewöhnen. Sie kam. Ich drehe die Kamera Klammer, nicht um, weil ich bin nackt. Klammer. Ich gehe jetzt duschen. Sie sah und siegte. Jetzt ab. Nein, habe ich den Spruch verkackt, ich Blödkopf. weil der Typ im Unterhemd und der Unterhemd da steht und mich abgelenkt hat. Tja. Das lässt ja Ungerputz heißen. Das lässt tief blicken, Paddy. Ja, bei dir kann auch sehr, sehr tief erblicken. Geil. Ja, da ist sie, Lisa. Dankeschön, ich werde es übergeben. Hallo Lisa, ich habe schon viel Gutes über dich gehört, ja. Aber natürlich auch ein paar schlechte Sachen. Ne? Tja, in diesem Leben halt so ist, nicht? Nein, keine schlechten Sachen über Lisa. Gut. Aber über Daniel gibt es ein paar schlechte zu berichten. Herr Kollege, eine Gewissensfrage. Kiffen Sie? Wie bitte? Was soll ich tun? Sind Sie high? Was? Rauchen Sie Haschisch? Ah, und ich bin ja seit Mitte der 90er Jahre bei euch, bei deiner Familie, immer an Ostern und zu Weihnachten sogar. Und das ist natürlich eine tolle Tradition, ne? Ja, so das sechste Kind in der Familie sozusagen. Genau, fünf sind sie normalerweise. Genau. Und ja, wir haben natürlich immer Sachen gedreht für meine Home-TV-Show Extrem Schizophren. Und dann habe ich ja bei Nickelodeon angefangen und dann konnte ich dann die Verantwortlichen überreden, dass ich mit meinem alten Kameramann-Freund Daniel dann diesen Dreh in Flensburg beim Flick 97 machen kann. Das war natürlich schon eine tolle Sache. Ja, aber es war mega aufregend. Ich bin ja 3 Jahre jünger als du, ne? Mit 15 dann auf so eine Tour zu gehen, war super, super auch. Mhm. Und dann kam ja noch ein Nachbarsjunge mit, der auch Daniel heißt. Mhm. Mein Freund Daniel, genau, wohnt direkt gegenüber oder wohnte direkt gegenüber von mir. Es war auch super witzig dann mit ihm. Ja. Und wir sind dann im Auto losgefahren und war auch alles ganz cool. Ein bisschen Stau haben wir gehabt und ist natürlich auch eine Strecke hier, kommen wir aus der Nähe von Marburg in Essen. Da waren wir losgefahren und dann nach Flensburg hoch. Und irgendwann drücke ich die Kupplung und zum Glück waren wir im Stau. Stell dir mal vor, das wäre bei Tempo 130 passiert oder sowas. Zum Glück waren wir im Stau und die Kupplung blieb drin. Und wie lange Zeit wart ihr schon da? 20 Minuten. Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen Scheiße. Da steht da und denkt so, was machen die denn hier? Alles auch schön, dass alles geht. So, Dreh geschafft. Wird zusammengepackt und hier passt keiner auf. Du passt auf, gell? Du bist auf meiner Seite. Was denn? Ja, aufpassen. Der Petty ignoriert mich wieder. Der ignoriert mich nur dann nicht, wenn er wieder irgendwelche Wortspiele im Sinn hat. Dann braucht er volle Aufmerksamkeit. Das Medium Fernsehen war verhältnismäßig jung und viele Schauspieler kamen von der Bühne und hatten einfach eine andere Art zu spielen, als man das heute kennt. Besonders beliebt war das Datum eigentlich an eine kleine Anekdote aus meinem Türkei-Urlaub denkt. Im Juli 1994 war ich in Antalya und habe ein paar Norweger kennengelernt. Einer von ihnen konnte genau einen einzigen Satz auf Deutsch und das war dieser hier. Let's say what you can say in German. Yeah. Ich bin Derek von der Mordkommission. Ist das geil? Au. Wollen wir es nicht lieber mit Tetrachlorkohlenstoff versuchen? Sind Sie der Lehrer oder ich? Sie. Also dann reden Sie nicht wie ein Idiot. Frisch, fromm, fröhlich, frei, ans Werk.